Das war's mal. Wir können uns die Skizze nochmal anschauen. Jetzt brauche ich sie auch nicht mehr. Tja. In der Kapelle noch was, was wir mitnehmen können, was wir übersehen haben. Ein Schussloch. Aha. Vielleicht bringt damit das irgendwas. Kann man nichts machen. Das kann ich nicht verwenden. Aber anschauen das sieht aus wie ein Haken. Ein Haken. Ja, vielleicht. Nee, das geht gar nicht. Warum sollte ich das tun? Tja, eine Kaugummikugel anhängen. Tja, ich habe das Gefühl, wir müssen den. Wir müssen den Spiegel zerbrechen. Mitnehmen. Hey! Lass das! Den Spiegel bekommst du nicht! Gib ihm den Spiegel! Nein! Ich denke wohl nicht. Das ist mein letztes Wort! Hey! Ich befehle ihn dir mitzugeben. Dein Prinz. Gib ihm den Spiegel! Nein! Und das ist mein letztes Wort! Befehl vom König. Hallo Steve, Pete, Hallo, wie geht's so, euer Gnaden? Was kann ich für Sie tun? Ja, mit dem Spiegel. Warum kann ich den Spiegel denn nicht haben? Rühr ihn nicht an! Steve, wenn er den Spiegel haben will, dann gib ihm das Ding. Nein! Wenn du meinen Spiegel nicht in Ruhe lässt, verweise ich dich des Hauses! Weißt du eigentlich, mit wem du gerade redest? Vor dir steht Okarios Junge. Kann nicht sein. Der Thronfolger ist doch ein Baby. Verweist dich durch des Hauses. Ich meine, das war ich. Ich bin das Baby. Du siehst nicht aus wie ein Baby. Ich muss mich für meinen Kollegen entschuldigen, euer Gnaden. Er ist ein Idiot. Ich würde den Spiegel auf jeden Fall zurückbringen. Unter gar keinen Umständen. Ich glaube nicht, dass wir das tun. Gib den Spiegel, Steve. Du hast mir nichts zu befehlen. Aber er, gib ihm den Spiegel. Pete, kannst du mir helfen, den Spiegel zu bekommen? Ich tue, was ich kann, um diesen ignoranten Idioten zu überzeugen. Das habe ich gehört. Der Spiegel steht nicht zur Diskussion. Der Junge hat dir einen Befehl gegeben. Wer ist er schon? Ich wüsste nicht, warum ich. Er ist der Thronfolger. Wir schulden den Boes Gehorsam. Nein, ist er nicht. Der Thronfolger kann nicht mal krabbeln. Verbannt ihn. Hey, ich kann krabbeln. Ich krabbel sogar sehr gut. Das ist 15 Jahre her. Das Konvent liegt in Schutt und Asche. Öffne endlich die Augen. Hier liegt überhaupt nichts in Asche. Ich weiß nicht, warum du so etwas sagst. Hör auf! Der König ist tot und mit ihm die ganze Dynastie. Sei still! Und das nur, weil du Conroy die Tür geöffnet hast. Aufhören! Ich wusste doch nicht... Das hier ist alles deine Schuld. Sieh dich um. Das hier ist alles, was geblieben ist. Kein Gold mehr und keine Musik. Du hast Unglück hineingelassen. Nein! Na, sehr toll. Ist der Spiegel kaputt? Aber wir haben Scherben. Die können wir gebrauchen. Au! Die kann ich so nicht aufheben. Die sind viel zu scharf. Haben wir noch die Conroy-Puppe dabei? Nee, aber wir haben das verklebte Basilienhorn. Aber das vielleicht. Ich habe bereits. Disco. Disco-Kugel. Naja, Spiegelkugel und auch keine sehr professionelle, aber was soll's? Jetzt
können wir sie vielleicht in der Windkappe aufhängen und damit ein bisschen für Desko sorgen. Desko Pogo. Naja, dann könnte ich... Obwohl, nein. Also, können wir doch die jetzt irgendwo können die jetzt aufhängen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Müssen wir erstmal hier das, müssen wir erstmal die Sache ausrichten. Den Schild ausrichten. Vielleicht ein wenig drehen. Und jetzt die Sache dahin hängen. Das ist cool. Warum sollte ich das tun? Um hier ein bisschen Disco zu veranstalten, das Licht umzuhängen und... Oh, ein Haken in der Mitte vielleicht. Disco in die Mitte des Rooms. Das war clever von mir. Oha. Conroy. Bleib genau da stehen. Conroy, was tust du hier? Was hast du vor? Komm nach Hause, Robert. Komm zurück in den Palast. Das war nie mein Zuhause. Du hast mein Zuhause zerstört. Oh, mein Junge, wie redest du denn mit mir? Ich sage dir, was nun passieren wird. Wir beide kehren in den Palast zurück. Ich werde eine hübsche, dicke Kette für dich finden. Und du wirst mein Lieblingslied spielen. Schön sauber. Eine Note, wie in alten Zeiten. Ich werde nie wieder für dich spielen. Oh, aber Robert, du wirst keine Wahl haben. Er ist dein Herrscher. Du wirst atmen müssen. Und bis dahin habe ich einer Wache beigebracht, auf deinen Nasenlöchern herumzudrücken. Ha! Wie kommst du denn auf die Idee, dass das Volk dir vergeben wird, wenn sie erfahren, was du getan hast? Welches Volk? Meine Armee versteinert gerade alles, was sich bewegt. Wenn ich mit Asposien fertig bin, werde ich einen hübschen, riesigen Garten aus Statuen haben. Wie konnte ich all die Jahre nicht merken, was für ein Monster du bist? Du wirst sehr viel Zeit haben, darüber nachzudenken, wenn du in deiner Zelle im Palast sitzt. Warum erschießt du mich nicht einfach? Junge, du warst doch immer wie ein Sohn für mich. Das würde ich dir doch niemals antun. Musst du aber. Lebendig kriegst du mich nie. Ab zum Innenhof. Keinen Schritt weiter. Das könnte Spaß machen. Kannst du mich nicht verschonen? Nein. Reden wir mit ihm. Warum hast du das getan? Was? Du hast Tausende versteinert und unsere ganze Welt an den Rand zum Erstickungstod getrieben. Ach das, ja. Nun, alles, was ich wollte, war eine Chance, diese Welt besser zu machen. Dein Vater hat mich ja nicht gelassen. Du wolltest die Todesstrafe einführen und das Volk unterwerfen. Du klingst genau wie dein Vater. Wow, das ist das Netteste, was du jemals zu mir gesagt hast. Tja, du hast dir Götter ausgedacht, um die Leute zu unterwerfen. Blasphemien existieren schon immer in den Köpfen der Asposer. Aber es ist nicht wahr. Die Dynastie hat den Wind gebracht. Es hat nur nie irgendwer gewusst. Tja, dann wurde ihnen ihre eigene Bescheidenheit zum Verhängnis. Nein, soweit ich weiß, warst du das. Tja. Die Nase. Mein ganzes Leben lang hast du mir eingeredet, dass ich missgebildet sei. Das war nicht gelogen. Oder willst du behaupten, dass die Löcher in deiner Nase normal seien? Ich kann damit Wind entstehen lassen. Das kann ich auch, wenn ich kräftig ausatme. Du hast mich nur am Leben gelassen, damit ich Wind für dich beschwöre.
Robert, müssen wir denn streiten? Ich habe es immer gemocht, wenn du für mich gespielt hast, mein Junge. Ich habe dieses Lied gehasst. Ich bin nicht dein Junge. Und für dich heißt das immer noch Okario Boe der Dritte. Tja, aber ich habe auch so einen kleinen Verdacht. Die ganze Zeit schon. Der mit seiner Nase, der hat hier einen... Der hat sich irgendwie die Nase abgebrochen. Das ist ja, der hat ja so eine stumpfe Nase. Vielleicht hat das schon immer, aber ich habe so den stillen Verdacht. Ich meine, man sieht so ein bisschen Streifen bei ihm, aber ich habe das Verdacht, dass er vielleicht auch eine Flötennase ist. Das wird die ganze Sache. Ich habe alles getan, damit du mich beachtest. Du warst mein Held und ich habe an dich geglaubt. Das wäre ein ganz anderer. Nicht so, dass ich dich gehasst habe. In ganz andere Veränderungen in der Geschichte. Habe ich dich sogar toleriert. Wirst du auf deine alten Tage doch noch sentimental? Glaube nicht, dass das hier nicht auch für mich schwer wäre. Ich glaube, du hättest mich schon viel früher getötet, wenn du mich nicht noch gebraucht hättest. So viel Bitterkeit, Robert? Deine Erziehung. Das stimmt allerdings. Was ist mit Theobald passiert? Du meinst diesen Bären, mit dem du gespielt hast, als du klein warst? Ja. Ich habe ihn verbrannt, bis nur noch seine Augen da waren. Und die habe ich dir unters Kopfkissen gelegt. Du Monster! Allerdings. Dieses Gespräch ist für mich beendet. Keinen Schritt weiter. Tja, was sollen wir jetzt machen? Ein Fisch im Inventar. Was wird das? So, jetzt reicht es. Wenn ich dich in eine Statue verwandle, kann ich dich zumindest in einer Kiste mitnehmen. Ah, dann kann ich auch für dich keinen Wind mehr machen. Ach du Schreck. Dann kann er keinen. Freilich. Oh. Zum Glück funktioniert seine Waffe nicht richtig. Zumindest dieses Mal. Okay, ich dachte schon, es wäre vorbei. In den Innenhof. Kannst du bewegen. Oha. Konrads Basyl. Unser Basyl. Versteinungsaugen. Weg damit. Können wir vielleicht irgendwie Conroy versteinern? Nehmen wir jetzt hier irgendwie Augen tauschen. Jetzt habe ich hier Augen. Versteinerungsaugen rein. Na komm. Sehr schön. Und wenn wir dann drin sind, lassen wir Hackfliegen und... Ich sollte diesen Fisch besser hier auf diesen Auslöser legen. Ja, das ist ein guter Platz für einen Fisch. Und wenn wir jetzt hier reingehen und dann wieder von ihm gefangen werden, dann... Oh, ist er wieder. Wie gerufen. Das darf doch nicht... Keine Bewegung! Warum sollte ich auf dich hören? Ich bin der mit der Waffe. Argument. Los, Hack. Hack, in den Innenhof mit dir. Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um rumzualbern. Aha. Ach so, ja, auf Conroy. Lassen ihn auf Conroy los. Los, Hack. Nimm den Fisch. Ha. Versteinerter Conroy. Zerbrochener Conroy. Conroys Überreste. Wegfegen. Nein, wir beerdigen ihn später. Ob einer dieser Steine sein Herz ist? Ja, weg damit. Rein. Wir rennen in den Abgrund. Es wird mich für immer an den schönsten Tag meines Lebens erinnern.
Edge Badge. Das war so ein richtiges Edge Badge. So, und jetzt lass uns Asposien retten. Stellen wir die Augen wieder aus. Hack wieder rein. Ich nehme dich wieder mit. Einen Fisch auch. Du kommst mit mir, alter Freund. Nein, jetzt ist... Zumindest liegt der Fisch neben Hack. Kann er mal im Inventar dran futtern. Phosphorus-Anhänger. Vielleicht können wir den in der Kapelle irgendwie aufhängen. Verzeihung. Genossen. Hier, Dekoration. Warum nicht? Dafür war das doch ganz seltsam. Noch ein paar Bilder hier und dort und schon wäre es viel gemütlicher. Ja, ich habe schon so eine Idee, was wir damit machen können. Ab in den Innenhof mit dir. Robert. Oder Obscurido oder wie der auch immer hieß. So, blaue Augen hier rein. Rote Augen in den anderen. Und die runden Augen können wir auch behalten. Tut nichts zur Sache. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Haben wir ein paar rote Momente zum Spielen. So, und wir drücken auf den Auslöser. Und befreien. Der Inner World. Und die innere Welt. Alles wird entsteinert. Aber was ist mit den Leuten, die schon zerbröckelt sind? Ist die dann für immer tot, oder? Wer bist du, einige, die zerbrochen sind. Dass du unsere heiligen Hallen betrittst? Ich bin Robert. Nein, bist du nicht. Du bist Okarios, Junge, und du bist groß geworden. Meine Güte, wie lange ist das her, dass Conroy die Basilien auf uns losgelassen hat? Etwa 15 Jahre. Ich fürchte, 15 Jahre ungefähr. 15? Da brat mir doch einer einen Windmönch. Wir werden diesen Mistkerl vierteilen. Braucht er nicht mehr, ist auch schon. Ich muss mit ihm reden. Ist er tot? Ach, das ist der Vater. Er ist zerbrochen oder was? Oh nein. Ja, mein ältester Freund, mein Orchestermeister. Ist vielleicht meine Mutter hier irgendwo? Bei dem Angriff... Ich habe gesehen, wie sie versteinert und zerstört wurde. Es tut mir so leid, mein Junge. Sie war eine so kluge, warmherzige... Eine elende Schande ist das! Eine Schande! Aber deine alten Herrschaften haben dich geliebt. Du kannst es dir nicht vorstellen. Ehrlich? Dein Vater wäre sehr stolz auf dich. Okario hat sich immer gewünscht, dass du das Orchester an seiner Stelle führen würdest. Komm, Junge, tun wir ihm den Gefallen. Wir spielen das Orchester. Und 1-2, 1-2. Spiel das Lied. Der Wind kehrt zurück nach Asposien und in die Innerwelt. Kommen die alten Knochen mal wieder Bewegung. Ja, ihr seid wirklich alt. Da fällt mir ein, die Versteinerten. Ich muss ihnen helfen. Aber es gibt keinen schnellen Weg aus dem Wald. Keine Sorge, ich fliege einfach. Was? Du kannst fliegen? Nein, ich reite einfach auf den Basilen. Du reitest auf Basilen? Aber es sind Gottwesen, die... Nein, meiner ist kaputt. Ich nehme einfach Conroys. Okay, ihr kennt den Song. Ich bin gleich wieder da. Was für ein Teufelskerl. Unser Kapellmeister. Spielt auf, ihr nasenlosen Söhne von Tasteninstrumenten. Jetzt sorgen wir für ordentlich Durchzug.
Oh. Flötenmäuse, hast du es geschafft? Ja, alle sind entsteinert. Auch die Flötennasendynastie. Jetzt hat Asposien endlich den Wind zurück. Na toll. Muss ich jetzt deine Eltern kennenlernen? Nein, die sind tot. Oh, das tut mir leid. Und mir erst. Nein, dass ich immer so gemein zu dir bin. Ich mach das eigentlich nur, weil ich dich wirklich gern habe. Oh. Wofür war das denn? Dafür, dass du die Welt gerettet hast. Und das war für den Kuss. Du dachtest wohl, ich merke das nicht. Das war's absolut wert. Keine Axt, schön in den Kopf. Und da war die Credits, wie es ausschaut. Neko Entertainment. Ja, das war The Inner World. Auf Zwang fürs DP. Ja, haben wir es durchgespielt. Haben wir ein weiteres Spiel durchgespielt. The Inner World. Live im Stream auf Twitch. Mit dem Zwangfürst. Jo. Ich habe das schon früher bei Studio Fispen. Ich habe das schon früher bei Grunk gesehen. Das Let's Play. Ich habe das vollständig bei Grunk geguckt. Deswegen, ihr werdet es mitbekommen haben, habe ich an einigen Stellen. Es ist auch nicht so lange her. Es ist doch normal. Ich habe das auch kurz vor dem Let's Play nochmal wiederholt. Das Let's Play nochmal geguckt. Deswegen. Ich wusste an einigen Stellen schon so ein bisschen, er hat schon so eine Idee, wo es jetzt lang geht. Ich war gespoilert, das ist jetzt schon, ich hatte schon so eine Ahnung. Aber ich hoffe, ich habe es trotzdem irgendwie gut gespielt. An manchen Stellen hatte ich auch gar keine Ahnung, gar keinen Plan. Aber ja. Da kommt, da haben wir wieder die Musik. Den Soundtrack. In dem Moment, wo Musik eingeblendet wird, die Komponisten, sehr schön. Sehr schöne Titelmelodie und sehr schöner Soundtrack. Und sehr schönes Spiel. Habe ich wirklich gerne gespielt. Hat Spaß gemacht. Den zweiten Teil davon gibt es auch noch. Den habe ich auch noch. Können wir gleich im Anschluss spielen. Jetzt nicht heute wahrscheinlich, aber. Ja, mal schauen. Vielleicht irgendwann die nächsten Tage, irgendwann die nächsten Wochen. German Voice Actors. Nils Wayland hat den Robot gesprochen. Aha. David Fail, Laura, Stefan Müller, Rupert hat den Conroy gesprochen. Und Conroy Puppe und Latz und Tritonus. Und noch einige andere, die damit gesprochen haben. Im Deutschen, im Englischen sehen wir dort Mike McAlpine im Englischen und Anna Lumpe. Ja, war doch ein tolles Spiel. Hat sich gelohnt, das zu spielen. Hat sich hoffentlich für euch auch gelohnt, das zu gucken bei mir als Let's Play. Und ich hoffe, ihr seid bei Teil 2 wieder mit dabei, wenn ich das nächste Woche spiele und beginne. Da gehe ich dann wirklich blind rein. Es ist dann. Es hat Gronkh, glaube ich, soweit ich weiß, nun, also hat es zumindest nicht auf YouTube veröffentlicht. Gronkh hat es noch nicht gespielt, also habe ich auch noch kein Let's Play davon gesehen. Das Spiel kam 2013 raus, ich glaube, der Nachfolger Teil 2 2017. Und wir danken unseren Familien für die Unterstützung. Aha, okay. Und den Rückhalt unserer eigenen Erzeuger, den Utrans und den Piepungs und den Mittags, wäre dieses erste große digitale Baby nicht möglich gewesen. Vom Team. Sebastian, Dank an das Team für die Leidenschaft der Frau, für die Geduld von Familie und Neugierde. Das kann ich ehrlich nicht vorlesen. Denkst du, Lerns, Schnaps und Disneyland? Okay. Danke, meine Freunde. Thanks for playing. Thanks for making this
Awesome Game. Und danke fürs Zuschauen. An meine lieben Zuschauer. Live und später in den Streamaufzeichnungen. Parts. Auf YouTube. YouTube, das Ganze jetzt nochmal auf Englisch. Nee. Ich sag noch, da mich noch 75 gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr seid. Und Teil 2 nicht verpassen wollt, kann ich ja direkt sagen. Schaut auf Twitch vorbei, wenn ihr das nicht verpassen wollt, wenn wir dann sehr bald Teil 2 beginnen. Ja, könnt ihr euch drauf freuen. Ja, müsst ihr gucken. Also wenn ihr das jetzt als Stream-Aufzeichnungspart seht, ist das wahrscheinlich schon. Da könnt ihr euch freuen, kommt wahrscheinlich morgen schon der erste Part von The Inner World 2. The Last Wind Monk heißt das, glaube ich, der zweite Teil. Freut euch drauf. Ich weiß nicht, ob die Schrufe da wiederkommen, aber der süße Schrufe hier. Kann man noch ein bisschen Flötennase spielen. Die Funktion gibt es ja auch noch. ASDF. Achso. Ja, gut. Auch ganz nett. Mit ein bisschen Übung kriegt man das sogar ein bisschen hin. Dann klingt das sogar ganz hübsch. ...1815 Punkte. Ja gut. Lassen wir es dabei. Da habe ich noch 45 gefallen haben lassen, aber da ihr neu seid, habe ich schon gesagt, haben noch mal angenehm Fluss den Tag. Man sieht sich. Haut drinne. Bis dann und ciao.